Hier bei Friede, Freude, Smartphone geht es weiter mit einem Tipp zum iPhone. Heute mal wieder ein Tipp zu WhatsApp. Und zwar hat WhatsApp die sogenannten Passkeys eingeführt. Wenn Sie nicht wissen, was ein Passkey ist, das habe ich in meinem Lexikon schon erklärt. Und unten finden Sie den Link dazu. Für ein Android-Smartphone habe ich es schon erklärt, also heute fürs iPhone. Ich öffne hier WhatsApp. Und hier unten im Menü wähle ich Einstellungen und unter Einstellungen wähle ich Konto und hier finde ich Passkeys. Ich tippe hier auf Passkeys, hier wird es noch einmal kurz erklärt. Ich tippe hier auf Weiter. Hier wird mir noch einmal die Telefonnummer angezeigt, mit der dieses WhatsApp-Konto verbunden ist. Hier unten gibt es noch die Möglichkeit, es auf einem anderen Gerät zu sichern. Ich tippe hier mal kurz drauf und über diesen QR-Code könnte ich noch ein anderes Gerät verbinden. Das möchte ich nicht, ich gehe also zurück, tippe hier auf Fortfahren. Als nächstes muss ich hier einmal mein Gesicht hinhalten, um diese Face ID zu bestätigen. Das mache ich mal. Damit ist es schon passiert. Ich habe den Passkey hinterlegt. Hier links oben geht es zurück und nochmal zurück. Und zurück zu den Chats. WhatsApp wird mich jetzt ungefähr einmal in der Woche nach diesem Passkey fragen. Das heißt, beim Öffnen von WhatsApp werde ich zusätzlich immer noch einmal die Gesichtserkennung machen müssen. Wenn Ihnen meine Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn Sie unten auf Abonnieren tippen und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss!